Moin moin Leute und willkommen zur nächsten Folge von DayZ Standalone. Oh Gott, mach das Ding doch aus. Es war aus. Open Driver Door. Und jetzt raus. Ich bin gerade mit dem Auto in der letzten Folge einfach hier hingeheizt. Es geht also sehr gut sogar. Ich weiß nicht, ob hier jemand ist. Ich weiß nur, dass der Server, na gut, er leert sich so ein bisschen mittlerweile. Aber wir müssen auf jeden Fall, wenn, ein bisschen hier aufpassen. Weil wenn mich jemand... Ja, ich meine, wenn hier jemand ist, hat er mich 1000%ig gehört. Und wird auf jeden Fall mindestens auf der Hut sein. Und wenn er draußen unterwegs ist, hat er mich eventuell sogar gesehen. Und wenn er ganz schlau ist, wartet er sogar vielleicht hier. Leute, seht ihr das? Oben am Turm? Linke Seite? Das Geländer? Ich weiß nicht, ob es auf dem Video zu erkennen wird. Aber da bin doch da, das könnt ihr sehen. Doch, 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 das seht ihr. Linke Seite vom Geländer bewegt sich. Er hat mich nämlich gehört. Ah, jetzt die Frage, was soll ich gegen ihn machen? Ich habe halt keine Long Range, ich weiß nicht, was der für eine Bewaffnung hat. Von vorne auf den zulaufen kann ich nicht. Das wäre dämlich, das wäre extrem dämlich. Wir müssen eigentlich einen... Oh Gott, wir müssen eigentlich einen kleinen Bogen laufen. Okay, mal gucken. Vielleicht werden wir hier unseren Tod finden. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen was regeln. Mal gucken. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass hier jemand ist. Die wissen auf jeden Fall schon mal, dass hier jemand ist. Zumindest ist einer, der sich da oben platziert hat. Er hat, ich weiß nicht, ob er es sogar gesehen hat. Ich meine, vielleicht, ich gehe davon aus, einfach jetzt mal, er hat gehört, dass ein Auto fährt. Dass das Auto hier hingefahren ist. Und jetzt guckt er natürlich, ob er hier irgendjemanden scouten kann. Ich muss jetzt hier möglichst schnell hoch, weil übelst die beschissene Position ist, wo ich hier gerade bin. Jetzt werden wir hier einfach mal ein bisschen lang kraxeln. Das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Das hat relativ gut funktioniert. Also das letzte Mal im Stream. Ah, er gammelt halt immer noch da oben links. Guck mal, jetzt sieht man ihn perfekt eigentlich. Das Problem ist, solange er da oben gammelt... Warte mal, war da unten auch einer? Ich könnte mich jetzt gerade getäuscht haben. Ganz unten hier vorne, direkt an den Garagen. Aber da habe ich mich, glaube ich, gerade getäuscht. Solange der halt da oben gammelt, kann ich halt nicht da reinlaufen. Das wäre dumm. Weil die A sofort wissen von wann und wie und was da abgeht und wie ich komme. Und B, wenn er halt ein... Wenn er halt eine AKM hat, näht er mich einfach weg. Und ich könnte natürlich auch aufstehen und versuchen, ihn zu töten. Ja, guck mal, er guckt immer nur so ganz kurz. Naja, aufstehen und versuchen, ihn zu töten, das wird sehr unwahrscheinlich. Weil ich halt keinen Scope habe. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Also wenn ich aufstehe und versuche ihn zu treffen. Ich verrate nur A, meine Position. Und B, dass auch wirklich noch jemand hier ist. Nee, aufstehen und schießen wäre dumm. Das Problem ist, man kommt aber auch nicht hinten rein. Zumindest kann ich mich... Obwohl, kann man nicht sogar hinten rein? Ich weiß, du kannst außen rum. Ah, ich weiß nicht, ob du hinten auch in den Hinterhof oder so reinkommst. Ob da irgendwo eine freie Fläche gibt. Ich glaube nicht. Oh Gott, Mann, wie lange gammelst du denn da oben? Geh doch mal rein, dann komme ich auch zu dir. Mann, das ist echt ein beschissener Moment. Oder ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich könnte halt außen rumlaufen, aber da ist das Problem. Auch dann könnte er mich halt scouten. Wenn ich außen rumlaufe. Weil wenn ich dann von hinten halt keinen Eingang finde, dann ist es halt noch beschissener von da. Wie lange gammelt der denn da auch? Dann könnte halt gut sein, dass der wirklich mit Freunden hier auch unterwegs ist, die das irgendwie jetzt noch abchecken und er scoutet halt einfach von dem beknackten Turm da oben. Aber er hört auch einfach nicht auf. Ey, mit dem Long Range würde ich einfach aufstehen, die so da runterknallen und dann mit dem PSO. Aber mit einer AKM. Wenn er wirklich nicht weggeht. Ich gucke jetzt hier mal kurz um die Ecke, ob ich hier safe bin. Wenn er jetzt halt wirklich nicht weggeht. Ich glaube, dann probiere ich gleich einfach mal einen Schuss. Ja, was sollen wir machen? Stundenlang warten, habe ich auch keinen Bock mehr. Aber ich meine, wenn ich dann auf ihn schieße, selbst wenn er dann weggeht, ist ein Push, also das Vorrücken ins Gefängnis, damit extrem gefährlich geworden. Ich glaube, wir versuchen es einfach mal hier rum. Und wir kommen ihm so auf jeden Fall, warte mal, vielleicht kommen wir auch einfach ein bisschen näher an ihn ran. Warte mal. Und da konnten wir uns wieder kurz sehen. Gucken, ob der immer noch da seine dumme Show abzieht.
weil er irgendwann mal aufgegeben hat. Und zumindest jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Doch, 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 da bewegt sich noch was. Da habe ich so zwei Pixel an der Wand. Ja, doch, da bewegt sich noch was. Da sieht man so zwei Pixel sich bewegen. Ja, aber wenn man schon nur zwei Pixel sieht, sich zu bewegen, dann... Dann brauchst du auch nicht da zu schießen und zu gucken. Da müssen wir irgendwie... Da müssen wir einfallen lassen. Dann nicht so, dass wir jetzt eine Flashbang werfen können. Wisst ihr, was fehlt? Die Geräuschmacher aus Alien. Dass man irgendwas oder Rauchgranaten oder eine Flare, aber eine Flare siehst du halt auch immer von wo du die schießt. Es fehlt dann irgendwas, was du irgendwo hinwerfen kannst, was dann Aufmerksamkeit generiert. Damit du halt dann irgendwie. Damit du dann halt irgendwie flankieren kannst oder so. Kann mir jemand erklären, warum jemand jetzt mit der 1-1 geschossen hat? Ich glaube, das ist Krieg im Gefängnis. Oh ja, das ist richtig großer Krieg im Gefängnis. Ah, von hier aus könnte ich den Shot wagen, oder? Mann, jetzt bin ich echt näher dran. Wenn ich noch viel auf hier runterdrehen würde, aber ich glaube, er ist runter. Ich glaube, da drin ist Krieg. Ich glaube, der Krieg ist auch schon vorbei. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal mal was essen. Und dann mische ich mir gleich mal den Krieg ein. Aber extremely hungry, wenn ich gleich mitten im PvP bin und dann rumjammert, ich verhunger. Okay, der PvP-Kampf ist noch nicht vorbei. Da geht's richtig ab. Okay, mischen wir uns da gleich mal ein. Hoch rein. Das muss jetzt reichen. Wenn wir den PvP-Kampf verlieren, ist eh egal. Ob wir jetzt nur voll gefressen sind oder nicht. Jawohl, na komm, das geben wir uns auch noch schnell. Und Daisy ist eh nie gut zu hetzen. So, auf jeden Fall eine 101 und ich glaube auch, ich habe eine MP5 rausgehört. Den Rest habe ich vergessen. Der Krieg ist, glaube ich, vorbei. Das heißt, irgendeine Partei hat gewonnen oder sie kämpfen. Das Ding ist, man muss so über diese Brücke, wenn ich mich nicht ganz bescheuert bin. Okay, nutzen wir jetzt den Moment, wenn die gerade Krieg gehabt haben. Pushen. Sag mir jetzt nicht, ich kann hier nicht durch. Oh, du! Kann man hier vorne rum? Noch nein! Warum, ey? Okay. Ich hoffe, dass jetzt keiner durchs Fenster guckt, ansonsten rest in peace. Also kurz zur Ruhe kommen und wir was treffen. I'm shaking. Oh Gott. Mir ist auch noch kalt, ey. Wenn man jetzt ganz intelligent ist, kann man auch einfach draußen warten, dass die rauskommen. Und dann willst du bestimmt mindestens einen mitnehmen. Das ist langweilig. Aber, naja. Ich sage immer gern, was eine intelligente und geduldige Art und Weise ist. Aber ich spiele sie dann meistens nicht. Wäre auch langweilig im Video, oder? Wenn wir da jetzt irgendwie 10 Minuten... Na gut, 10 Minuten. Na doch, vielleicht müsstest du auch 10 Minuten sitzen. Kannst du nie wissen. Oh Gott, hinter mir ist alles offen. Neben mir, ey.
Diese scheiß Metallsteps, ne? Das hörst du halt durchs ganze Kackhaus. Von unten kann er eigentlich nicht kommen, weil er müsste Metallsteps machen. Das war unser Freund, der die ganze Zeit oben rumgammelt hat. Der uns gesniped hat. Tausendprozentig. Puls von 180. Genau das habe ich letzte Folge gemeint. In Daisy geht es halt immer um diese Momente. Also Adrenalinpegel over 3000. Kein anderes Spiel kann das machen. Ich meine, das habe ich mittlerweile leider auch nicht mehr wirklich bei Counter-Strike. Ich meine, früher hatte ich es auch noch öfter mal bei Counter-Strike, wenn du halt mal so eine richtig, wirklich wichtige Runde gespielt hast. Gut, da bin ich jetzt auch immer noch angespannt. Und teilweise ist auch noch so ein bisschen Adrenalin, aber das, was hier abgeht, ey. Du hast halt echt fast... Ich weiß nicht, ob man wirklich... Doch, das wäre noch ein bisschen krasser, denke ich. Aber es ist nicht viel anders, ob es jetzt wirklich ums echte Leben gehen würde, glaube ich fast. Der Adrenalin... Wow! Ah, okay, er hat oben nur gewartet auf den nächsten. Wow, fuck egal! Die haben da alle so irgendwie, keine Ahnung, Drehkreiselspiel gespielt. Keiner wollte runter, keiner wollte hoch. Ah, fuck! Da ist noch einer gewesen. Und der wartet, hält an. Ich habe ihn, weiß nicht, ich habe ihn vielleicht ein, zwei Schüsse gedrückt, ey. Ah, ich hätte langsamer da hochgehen müssen. Da hatte ich keine Geduld mehr. Ich dachte auch, da stehen jetzt mehrere eventuell in die andere Richtung hoch, dass ich halt mehrere von hinten holen kann. Ah, die hatten alle so ein rotes Armband, die gehörten zusammen. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viele da hätten oben sein müssen wohl. Die hätten, das weiß ich nicht. Also da oben war das auf jeden Fall noch einer. Und dann war das wahrscheinlich der ganz oben, der uns die ganze Zeit besniped hat. Und da war ja vorher schon Krieg. Da war ja vorher schon Krieg, muss man sagen. Man, das ist ja nicht das erste Mal, dass die geballert haben. Und der MP5 hat ja vorher schon geschossen. Ach ja, aber auf jeden Fall geiler Battle. Ich sag mal, dieses komische Gefängnis, die Gefängnisinsel, die enttäuscht einfach nicht. Die enttäuscht einfach nicht. Das ist jedes Mal krasses PvP. Irgendwie, immer. Macht Laune. War cool. War auch, denke ich, jetzt eine gute Folge. Ich meine, wir haben zwei Leute mitgenommen. Wir haben uns nicht dumm verhalten gegenüber dem Typen, der ganz oben war. Am Ende waren wir dann ein bisschen zu schnell. Dann ist halt der Typ, der angehalten hat die ganze Zeit oder so. Ich weiß nicht. Ich muss das gleich mal in der Aufnahme gucken, ob der... Also ich meine, kann er ja Pause machen. Ob der Typ oben auch ein rotes Armband hatte. Weil es kann natürlich auch sein, dass ich den Typen, den ich unten erschossen habe und den ich oben abgeknallt habe, dass der mit der MP5 sich einfach nur umgedreht hat. Weil ich meine, ich habe den unten abgeknallt und den oben abgeknallt. Ey, der in der Mitte, den ich noch geholt habe als zweites, der muss so die Düse gegangen sein. Weißt du, sein Freund geht wieder runter und dann hörst du der T-Smick, oh, ich wurde abgeschossen, ich wurde abgeschossen, da ist noch einer unten. Weißt du, und wenn der Typ halt zwischen dem MP5-Typen und dem gestanden hat, musst du dich auch nur gedacht haben, oh fuck, wenn jetzt mit meinem Rücken läuft, oh fuck. Aber ich glaube, an seiner Stelle, sobald ich gehört hätte, ey, da hat mich jemand unten erschossen, ich hätte den oben gepusht. Ich meine, was hätte er noch zu verlieren gehabt? Weil wenn er halt gewusst hat, dass da unten noch einer steht, er hätte entweder umdrehen und runter und den versucht zu holen, oder halt den oben holen. Naja. Ich habe auch noch geguckt, was ich habe noch so aufgemacht, guck noch, ich habe noch 7 Schuss, soll ich lieber zurückgehen und nachladen? Weil ich dachte mir, hey, 7 Schuss reichen dicke, wenn ich die dem präzise gebe.
Aber ja, gut, dann hat dann noch einer gesessen mit einer MP5. Naja, egal, war nice. Adrenalin-Punkt vorbei. War auch gut. War auch genug. Wir haben 2 Uhr nachts. Da kannst du wieder nicht pennen, ey. 12 Stunden, weil du irgendwie so einen Adrenalinspiegel hast von over 9000. Aber naja, wir gucken jetzt noch mal ein bisschen in Tscherno, ob wir vielleicht noch das ein oder andere an Ausrüstung ergattern können und ja, dann vielleicht das nächste Mal einfach wieder straight zur Insel und versuchen da auszurüsten. Wobei ich glaube, Ausrüsten auf der Insel ist momentan sehr schwer. Also ich meine, du kannst auf einen relativ leeren Server gehen, dann geht's wahrscheinlich, aber auf einen vollen Server auf der leeren auf der Insel sich auszurüsten, ist halt sehr viel los. Ich meine, du kannst halt sehr oft Pech haben, dass dich jemand einfach an der Küste schon abfängt, während du gerade schwimmst, oder du schwimmst halt gerade darauf zu, was mir auch ja letztens passiert ist, und dann ballert dich einfach jemand ab. Ist halt schade. Was ich auch sehr schade finde, dass die Leute immer sehr stumm sind in den PvP-Kämpfen und nicht reden. Die haben alle so eine große Angst, ihre Position oder so preiszugeben. Ich meine, gut, für mich wäre es jetzt echt blöd gewesen, wenn ich da jetzt meinen Mund aufmache, weil ich schön von hinten angesneakt kam. Aber gerade wenn ich in so einer festgefahrenen Situation bin, wie der über mir, dann rede ich eigentlich immer mit den Leuten. Versuche ich zumindest. Und ich finde, da entstehen auch immer sehr lustige Sachen, außer natürlich, ja, fick dich, das kommt natürlich auch öfter, aber naja. Ich habe mich auch schon aus sowas rausgeredet und gesagt, hey, komm, wollen wir nicht einfach beide cool sein und uns nicht abballern? Oh, sag mir jetzt nicht, dass der Server ist tot. Sieht ganz so aus. Kann man noch irgendwas aufheben? Kann ich noch meine Hose wechseln? Nope. Na gut, dann wäre der PvP-Kampf spätestens jetzt zu Ende gewesen und das ein bisschen beschissener als er so zu Ende ging. So hatten wir wenigstens noch ein schönes Ende. Das hier ist jetzt eigentlich. Das ist halt immer wieder traurig. Ich weiß nicht. Das ist halt auch so ein Punkt. Der geht an DayZ einem auch so echt gegen Keks. Warum müssen die Server denn? Ich meine, es ist echt nicht mehr so schlimm, aber gerade in PvP-Kämpfen ist, finde ich, das Schlimmste, was passieren kann, dann, dass die Server abstürzen. Und das hier ist definitiv ein Absturz, wenn gar nichts mehr geht und wenn auch keine Message kommt unten und so, wenn es einfach nur ewig dauert. Ich meine, gut, kann auch sein, dass der Server sich gleich wieder fängt. Was fürs PvP genauso schlimm ist, weil in der Zeit kann sonst was passiert sein oder so. Da laggt irgendjemand an dir vorbei und sonst was, boom, tot. Das passiert auch durchaus, von daher. Ja, ist halt schade. Was sind da die Standalone-Server? Keine Ahnung. Ist halt immer so ein bisschen. Ungeil, das Ganze. Naja, es war dann jetzt eine kurze Runde. Dafür war es auf jeden Fall mit PvP. Looten lohnt sich hier leider nicht, neuen Server zu suchen. Jetzt nochmal extra. Boah, ein Harry Potter Gedächtnisbesen. Nimbus over 9000. Nimm ihn doch mit. Ich mag den Besen. Der hat mir letztes Mal echt Glück gebracht im PvP-Kampf. Da bin ich sogar siegreich von der Insel gegangen. Naja, 2 Kills. Ein. Also, ich muss mir an der Aufnahme gucken, ob ich ihn getroffen habe noch. Ich glaube. Kann sein, weiß ich nicht. War etwas erschreckend, dass er sofort um die Ecke saß mit der MP5. Bis dann, Leute. Macht's gut. Bis zur nächsten Standalone-Folge. Vergesst nicht die Sachen, die ich euch in den letzten Folgen erzählt habe. Wichtig. Und ja, ciao, ciao.